Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute natürlich mal wieder mit dem Randomizer unterwegs. Heute hat's Kotzi getroffen und wir haben heute Pirscher, Gnadenstoß, tödlicher Verfolger und Endstation dabei. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Let's go. Garden of Joy, Leute. Wahrscheinlich nicht für mich. Aber schauen wir mal. Boah, ich probiere den hier zu snibbeln. Taudau zieht erstmal hier die Palette direkt. Oh Leute, er läuft weiter. Geil. Schon fast die Frage, ob ich ihn überhaupt hätte schlagen sollen an der Stelle. Weil er dadurch noch ein bisschen Meter machen kann. Wenn ich gewartet hätte, bis er verseucht ist, wer weiß. Vielleicht wäre das besser gewesen. Schön Backflip. Muss auch mal sein. Habe ich den Keller hier? Wäre ein cooler Start. Ja, haben wir. Und dann können wir die Leute oben vielleicht sogar direkt noch wegjagen. Bevor die da irgendwie Schabernack machen. Oben ist sogar ein Gerät. Ich hatte erst kurzzeitig Befürchtung, dass das die nicht getroffen hat. Das wäre so frech gewesen. Ah, ich lasse den mir nochmal. Der geht doch helfen bestimmt, oder? Yo, da ist jemand helfen. Leute, der wird komplett angekotzt, Alter. Oh, sie! Nun! Das war nice. Ist noch jemand runter oder sind die noch von ihr? Ah ne, der wurde ja schon. Ach, der wurde schon gerettet. Gar nicht mitbekommen irgendwie mehr. So, sagst du, in der Zwischenzeit war jemand oben dran oder nicht? Da hinten ist jemand lang dran. Dort ist jemand. Ich will einmal kurz den Generator noch checken. Ne, ist noch. Okay. Steve. Mr. Harrington. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh mein Gott. Jetzt kriegt er aber eine Ladung. Hallo. Die andere ist in der zweiten Phase jetzt. Die andere rennt hier außen rum. Die kriegen wir unten. Steve ist es. Oh, Steve, du bleibst hier unten, mein Freundchen, doch. Irgendjemand muss ja hier nochmal wieder den Keller warm halten. Nee, Jenny, moin moin. Also ich muss sagen, Keller Gaming läuft ganz gut, ne? Haben wir eine schöne Rotation drin. Ein bisschen verwirrt, was das jetzt gewesen ist. Wahrscheinlich hat sie einen Strike, gehe ich mal von aus. Dann jage ich ihr nochmal hinterher. Ah, Steve hat sich selber abgehangen. Oh, wild. Schaffe ich. Jetzt kann er natürlich der anderen helfen und Taudok kann mir vielleicht die Palette in den Rücken hauen. Ne. Schwein gehabt. Die eine gerade oben? Ne, da rennt. Doch, die rennt nach oben. Taudau hat sich gerade verseucht. Woran? An der, die liegt? Die liegt, ist auch da oben. Okay. Das ist irgendwie ein wildes Brett hier, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so schlüssig, was ich davon halten soll, was hier passiert.
So, Mr. Harrington, legen Sie sich mal hin. Da vorne haben wir direkt wieder. Und ich würde dann, glaube ich, meine Fähigkeit aktivieren. Es sind jetzt gerade alle Leute verseucht. Ich habe auch schon zweimal scheinbar meine Fähigkeit genutzt, ohne dass ich es gemerkt habe. So, jetzt sollen sie mal schön abkotzen da. Damit ich mal hier ein bisschen umhauen kann. Ist das Taudau? Wer ist das? Das ist Taudau, Leute. Grüß euch. Grüß euch, meine ich natürlich. Andere geht helfen, dann gehen wir da direkt hin und gucken, dass wir da was gegen machen. Fähigkeit ist auf jeden Fall noch ein bisschen am Start. Oh, Leute. Oh, so weit kann ich nicht kotzen, oder? Nee. So weit kann ich aber kotzen, Steve. So, komm mit. Harten Gaming. Oben ist noch eine, wenn ich das richtig höre, ne? Am Gen, kann das sein? Das wird jetzt aber natürlich nicht so viel bringen und die andere will helfen gehen. Das schafft sie leider rechtzeitig, weil meine Fähigkeit nicht mehr da ist. Aber leicht. Yeet! Schön durchgejeetet hier. Okay, Haken, let's do it. Er ist dort. Ist die andere immer noch oben, ist die Frage. Nee, die ist runtergedroppt gerade. Sehr schön. Dann holen wir uns die. Die hat auch Balance gehabt. Perfekt. Schön nach links gejagt. Weiß gar nicht, ob die hier noch irgendwie... Ja doch, die hat da noch eine Palette. Danke. Hinten wird geholfen. Alle Dead on Hook übrigens, Leute. Schade. Dachte, ich kann meinen Arm noch mal extra lang machen. Oh, die rennt. Schönes Ding. Da liegt die nächste. Und da ist auch die nächste RIP. Der Generator oben ist aber schon sehr weit. Ich denke mal, dass der dann bald denen gehören wird. Will ich meine Fähigkeit jetzt aufladen? Duell würde ich sagen, nö. Sind ja auch nicht verletzt oder so. Hallo? Niemand hier. Schade. Ich hätte erwartet, dass hier oben noch jemand ist. Love you, kill me. Hallo, moin moin. Gut, da können die jetzt ja erstmal nicht ran. Der ist jetzt ja für eine gewisse Zeit. Scheinen sogar zwei Leute dann drin zu sein, oder? Ist hier jetzt einfach in den Schrank gehüpft? Okay. Kann sie bitte einmal kotzen? Das wird mir echt helfen. Ich habe nicht getroffen, oder? Doch. Ja auch. Oh, shit. Naja, gut, okay. Dann brauche ich aber da gar nicht mehr gucken. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich da oben das nicht zulasse, dass das fertig wird. Oh, oh. Oh ja, guck mal, hier war jemand. Jetzt habe ich sie gesehen. Hallöchen. Na, du Nudel. Brauchst du gar nicht mehr ankotzen. Ich weiß gar nicht, was ich mache hier.
Was mache ich hier eigentlich? Oh, sie hat sogar... Lull. Hallo. Sie hat sogar Deadheart, Leute. Wusste ich das schon? Glaub nicht. Okay, sie ist tot. Nur noch Taudau, Leute. Mit Taudau hat doch eigentlich alles angefangen, ne? War der nicht am Anfang so schnell down gegangen? Okay. Oh. Interessant. Der ist hier oben. Das ist gut. Dann kann ich schnell die Luke schließen. Luke, bitte einmal hier spawnen. Danke. Oh, oh. Oh, oh Gott, ich hab geschlossen. Yo, oh mein Gott. Der arme Boy. Er kommt von oben runter gejietet, Alter. Aufs Maul, mein Freund. Ja, ich hab leider keine Schneebälle dabei. Hier, ich kann dir nur Kotze geben. Oha. Ey, ich hab die nicht hinter mir gehört. Ich hab die nicht gehört, dass die hinter mir irgendwie geöffnet hätte. Wildes Ding, ey. Was? Der hat sich schon draußen gesehen. Ich glaube auch, ey. Ich habe ihn auch für eine Sekunde draußen gesehen. Aber ich glaube, er hat einmal kurz gezögert. Ich glaube, er hat einmal irgendwie ein bisschen gezögert. Und dadurch konnte ich dann ihn noch erwischen. Ich habe meine Fähigkeit nur einmal benutzt, oder? Ei, ey. GG, Leute. Immerhin, Hausaufgabe auch wieder fertig. Also ich glaube, knapper konnte es hinten raus jetzt wirklich nicht mehr werden. Einfach die Luke um Haaresbreite vor den Augen des Survivors zugemacht, Leute. So lobe ich mir das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, über ein Like und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht ihr noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.